Ich denke, dass Kinder- und Jugendbeteiligung vielfältig sein muss. Sie darf nicht nur auf Leuchtturmprojekte wie zum Beispiel ein Jugendstadtrat oder Jugendgemeinderat, Jugendparlament ausgerichtet sein. Da sind immer viele ganz schnell dabei. Mit dem Jugendparlament haben wir Beteiligung von Kindern und Jugendlichen hier abgesichert. Sie muss alltagsnah sein und sie muss wirklich auch was bewirken für die Kinder und Jugendlichen, sichtbar bewirken.